Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 28. Dezember 2018 nach vedischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine präzisere Berechnung und übereinstimmt so, wie die Astronomen das auch berechnen. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anders als in einem westlichen Horoskop. Ich möchte mein Angebot nochmal ankündigen, weil dieses Angebot gilt noch bis 31. Dezember 2018. Eine Videoberatung mit zwei Teilen und es beinhaltet ein Geburtshoroskop-Analyse und ein Jahreshoroskop für Jahr 2019 für 25 Euro, also insgesamt 25 Euro. Damit möchte ich meine Dankbarkeit ausdrücken und Astrologie näher bringen. Ich benötige dazu die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort und ihr benötigt ein bisschen Geduld, weil die Nachfrage ist sehr groß, aber die Aufnahmen kommen. Ich bin fleißig dabei. Ihr dürft wählen, wünscht ihr das nach indischer Astrologie oder nach westlicher Astrologie oder nach chinesischer Astrologie. Es ist buchbar per E-Mail oder über WhatsApp. Meine Nummer befindet sich unten in Infobox und meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und jetzt zu diesem Bild. Ich stelle das Bild hervor, die Tageshoroskop. Wir haben 12 Lebensbereiche. Ich benutze diese Worthäuser nicht, weil für mich ist das eine Einheit, das symbolisiert unserem Selbst, unserem Schicksalsweg, das Ganze, das ist für mich ein Ganze in verschiedenen Räumlichkeiten, also verschiedenen Lebensbereiche. Ist immer die Lebensbereich aktiv, wo Sonne, Mond oder ein Planet sich befindet. Die 12 Lebensbereiche, fangen wir mal an. Erster Lebensbereich symbolisiert die Persönlichkeit. Wie bringen wir das im Ausdruck? Zeigt auch unserem Aussehen, unserem Geschmack und auch unserem Auftreten, so werden wir wahrgenommen. Der zweite Lebensbereich handelt sich hier um Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen, Einnahme und Ausgabe. Der dritte Lebensbereich zeigt die Schulungen, zeigt auch Kommunikation, Nachrichten, Verbindungen, Internet, Medien, zeigt auch unsere vertraute Umgebung, wo wir uns auskennen, Nachbarn, Verwandte, kleinere Veränderungen, kleinere Reisen. Dann sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes und das zeigt hier die vierte Lebensbereich. Ich vergleiche das mit einem Baum. Hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Hier sind die Ahnen, die Traditionen, unsere Herkunft und unsere vier Wände, unserem eigenen Zuhause. Aber auch Themen, was mit Immobilien betrifft. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder. Unserem eigenen Kinder oder Enkelkinder oder Arbeit mit Kindern, unserem eigenen Kindheit und auch unserem inneren Kind. Und hier liegt die schöpferische Energie, die schöpferische Kraft unserem Leben gestalten, zwar spielerisch, hier liegt auch die Lebensfreude. Die sechste Lebensbereich sind unsere Pflichten,
und Alltag und unserem Arbeit und auch Gesundheit. Wir können arbeiten nur, wenn wir gesund sind. So hängt das zusammen. Im siebten Lebensbereich sind Ehe, Partnerschaft, Liebe, aber auch geschäftliche Kontakte, Verbindungen, diese Verträge. Achter Lebensbereich ist nicht einfach zu greifen, weil es sind viele Themen, was hier zugeordnet wird. Das ist eine Art Transformation. Es ist auch Pluto-Energie, etwas im Leben zum Erhalten, bedeutet auch das innere Kraft und auch Sexualität, das hängt auch zusammen, das Leben zum Erhalten und bedeutet auch Finanzen, weil hier spiegelt etwas zum zweiten Lebensbereich und zeigt die Finanzen von Partner oder Erbschaften, auch gerichtlichen Themen oder Themen mit Ämtern wie Finanzamt oder Steuerberater oder Banken, Versicherungen. Die neunte Lebensbereich sind wir in eine große Reise. Das sind Ausland, Auslandskontakte, Fremdsprachen, aber auch höhere Bildung. Und hier sind das innere Reise auch gemeint, die Suche nach Gott, die Suche nach Sinn des Lebens. Dann sind wir bei höchster Punkt des Horoskopes, das ist das Krone des Baumes. Hier bekommen wir Anerkennung und Ansehen und hier leben wir unsere Berufung und dieser Beruf ruft. Elfter Lebensbereich sind unsere Wünsche, Hoffnungen und auch Freundschaften, auch Gruppe mit gleichgesinnten Menschen, wie ein Verein oder eine Partei, da aktiv zu sein, was organisieren. Im zwölften Lebensbereich sind die Geheimnisse, karmischen Themen, die Ursache von Erkrankungen, liegt auch von Gesundheit gegenüber. Also hier sind die psychischen Ursachen. Hier sind die Geheimnisse, all das, was hinter geschlossenen Türen passiert. Und hier liegen auch unsere geheimen Feinde. Das ist die Verteilung. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont auf und öffnet den Tor zum ersten Lebensbereich. Mit Tierkreiszeichen Steinbock öffnet sich die zweite Lebensbereich. Mit Tierkreiszeichen Wassermann öffnet sich die dritte Lebensbereich. Mit Fischen öffnet sich die vierte Lebensbereich. Mit Widder-Energie öffnet sich die fünfte Lebensbereich. Mit Stier öffnet sich den Tor zum sechsten Lebensbereich. Mit Zwillinge die siebte Lebensbereich. Mit Tierkreiszeichen Krebs öffnet sich die achte Lebensbereich. Mit Löwe öffnet sich die neunte Lebensbereich. Mit Jungfrau die zehnte Lebensbereich. Mit Waage die elfte Lebensbereich. Und mit Skorpion die zwölfte Lebensbereich. Sonne befindet sich bei Sonnenaufgang hier bei Tierkreiszeichen Schütze. Dieses Bild zeigt Sonnenaufgang. Naturgemäß beginnt der Tag mit Sonnenaufgang. Und hier ist Osthorizont und die Sonne steigt in Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont auf und im selben Moment geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Westhorizont unten bei Sonnenaufgang. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe, aber im Grenzbereich. Heute übergeht dann in Tierkreiszeichen Jungfrau. Ich setze Mond zwischen den beiden. Die Mondbewegung ist relativ schnell, Vergleich zum Sonne oder Planeten, beziehungsweise die Bewegung macht gar nicht die Sonne, sondern die Bewegung macht unserem Planet Erde. Aber wir betrachten alles aus diesem geozentrischen Blick
Und für uns, für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Genauso wie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das ist auch die Bewegung, die Erde, das ist die Rotation. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, hier im häuslichen Bereich. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter befindet sich auch in Tierkreiszeichen Skorpion. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze, nach indischen Berechnung. Uranus ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet entweder, es bremst noch etwas und das sind die Veränderungen, oder bedeutet, dass etwas kehrt zurück von Vergangenheit oder jemand kehrt zurück von Vergangenheit, bedeutet auch karmischen Themen. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Ashwini und bedeutet Heilung. Also hier ist wichtig, die Kindheit, das innere Kind zum Heilen, weil diese Rückläufigkeit zeigt die Vergangenheit an, das bremst uns. Also wichtig ist dieser Reinigungsprozess gerade. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann und Pluto ist auch im Schütze. Die Lebensbereiche, die gerade aktiviert sind, das ist der erste Lebensbereich, das ist unsere Persönlichkeit, unsere Darstellung, etwas in Licht zu bringen, die Suche nach Wahrheit, das ist immer ein sehr wichtiges Thema und bei Sonnenaufgang befindet sich Sonne immer hier im ersten Lebensbereich und mit Saturn-Einfluss haben wir hier auch eine Lernaufgabe, zu uns selbst zu stehen und so darstellen, wie wir sind. Wir müssen uns nicht verstecken und bei Pluto-Energie handelt es sich um die Transformation, in diesem inneren Kraft zu bleiben und von alles verabschieden, der diese Kraft raubt. Dann ist der 12. Lebensbereich betont, das sind die Geheimnisse. Was sind im Geheimen? Das sind Gespräche im Geheimen, das ist die Merkur-Energie, das sind Verhandlungen, das sind Verträge, das sind Gespräche. Und bei Jupiter heißt es, es handelt sich um göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, dass wir unsere geheimen Feinde erkennen. Und wir gleichen das karmisch aus. Aber Jupiter öffnet sich unseren Augen auch auf die Ungerechtigkeiten. Also das kann auch bedeuten, dass diese Verhandlungen, diese Gespräche, diese Verträge entsprechen nicht die Gerechtigkeit. Aber bedeutet auch, dass jemand schwätzt etwas hinter unserem Rücken und da sollen wir auch diese Weisheit haben, mal unseren Augen öffnen. Die 11. Lebensbereich wird aktiviert von Venus. Das ist die Liebe, die Harmonie, die Schönheit, die Kreativität, auch das Frieden, das ist eine weibliche Energie und das ist sehr angenehm. Und bedeutet auch die Hoffnungen, unseren Wünsche, Thema ist Liebe. Dann ist aktiviert der 3. Lebensbereich durch Neptun. Wenn das um die Kreativität geht, dann können wir im Medien, Internet kreativ arbeiten. Aber wenn das um Täuschungen geht, dann sollen wir auch aufpassen, wer versucht uns etwas vortäuschen, in unserer Umgebung, sprich Nachbarn oder Verwandten. Mars ist die Kraft und mit dieser Kraft setzen wir etwas in Bewegung und das ist die wohnliche Situation. Also kümmern um Immobilien, kann auch eine Reparatur sein oder Umzug.
Mars ist auch die Kraft und das würde auch bedeuten, wir sollen jetzt mal zur Ruhe kommen, zurückziehen, unserem vier Wände, unserem eigenen Zuhause genießen, damit wir wieder Kraft haben. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person besucht uns. Mond aktiviert Ausland und die Berufung und wirkt auf unserem Alltag für uns alle. Und das sind die wichtigen Themen hier in diesem Bereich, 9., 10. Lebensbereich. Dieses Mondhaus, wo Mond sich bewegt, heißt Uttarapalguna. Und das heißt, beide Seiten die Münzen anschauen und bedeutet auch die schöpferische Kraft mit klugen Entscheidungen in Ausdruck bringen. Die Verbindungen. Saturn und Jupiter steht in einer Verbindung. Jupiter, Saturn, das sind benachbarte Tierkreiszeichen, da kommt Unterstützung. Und hier handelt es sich um Glück, handelt sich um eine rechtliche Lage und Saturn hilft, das in Form zu bringen. Venus-Pluto steht in einer schönen Verbindung. Pluto ist die Macht, die innere Kraft, auf diese Liebe zu vertrauen. Oder die Damen spüren diese innere Kraft. Das ist eine schöne Verbindung. Venus steht mit Merkur auch in Verbindung. Das ist die benachbarte Tierkreiszeichen, also kommt eine Unterstützung. Das bedeutet auch die Nähe, so dass wir mit einer Liebesnachricht rechnen können. Die Nachricht kommt, aber wir sollen schweigen, nicht erzählen. Hier liegen auch unsere geheimen Feinde, auch Rivalinnen oder Neider. Merkur steht mit Pluto auch in einer Verbindung. Das heißt, wir sollen etwas auf den Punkt bringen. Etwas so klar und deutlich wie möglich ausdrücken. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.